so gern Golf spielen oder Tennis. Aber ich kann ja nicht. Meine Schulter ist ja kaputt. Das hat mir der Arzt vor 20 Jahren mal diagnostiziert, meine Schulter ist kaputt. Jetzt zeige ich Ihnen mal so eine kleine Zentrierungsübung für die Schulter, da wo Sie sofort spüren, da passiert was, sofort spürbar. Im Spitzensport weiß man das haargenau. Und ich will Ihnen dieses Wissen halt auch zugänglich machen. Weil es ist doch vollkommen klar, wenn Sie gern Tennis spielen. Ich will, dass Sie Tennis spielen, bis Sie 100 Jahre alt sind. Und das geht aber nur dann, wenn Sie Ihren Körper einfach mal verstanden haben. Also man kann nicht aus dem Büroalltag rausgehen, stressig, nimmt einen Tennisschläger in die Hand und spielt dann wieder. Und merkt beim zweiten Aufschlagspiel, oh, jetzt tut mir der Arm wieder weh. Tennisarm, ich muss wieder aufhören. Man müsste ein bisschen professioneller agieren. Man müsste den Körper verstehen. Kleines Beispiel, Sie checken jetzt mal ganz kurz Ihre Schultern durch. Bringen Sie Ihre Arme mal nach oben, zum Beispiel unsere Schultern. Viele Leute, es lastet viel Druck auf uns. Und diesen Druck spüren wir an den Schultern. Was ist die Reaktion von Stress auf unsere Schultern? Die zieht immer mehr und mehr nach oben. Ziehen Sie mal die Schultern nach oben und spüren Sie mal, was uns das Kraft und Energie kostet, wenn die Blutgefäße hier abgedrückt werden. Und Sie müssen sich vorstellen, viele Leute gehen permanent zu irgendwelchen Ärzten und sagen, ich habe Kopfschmerz, Migräne, keine Ahnung wieso. Und die haben hier oben im Kopf gar nicht mehr das richtige Bewegungsmuster abgespeichert. Jetzt gehen wir mal in das andere Extrem. Jetzt rollen Sie Ihre Schulter mal von vorne nach hinten unten. Ganz extrem, richtig extrem. Die Schultern nach hinten unten bringen. Und jetzt bleiben Sie mal in dieser Extremposition. Und jetzt spüren Sie erstmal in sich hinein. Merken Sie, wie komisch sich das anfühlt? Es fühlt sich einfach nur komisch an. Aber jetzt machen Sie mal voll das Experiment. Jetzt blicken Sie einfach mal nach links und nach rechts und beobachten mal die Mitmenschen hier im Raum.